erster Beitrag und daher fangen wir heute ganz klein an, nämlich mit den kleinsten Hotels der Welt. Auf meiner Recherche, das kleinste Hotel der Welt zu finden, sind mir so einige Puppenstuben begegnet, die diesen Titel gerne für sich beanspruchen würden. Und das erste Hotel, das ich jetzt vorstellen möchte, war laut Guinness Buch der Rekorde 1984 auch tatsächlich das kleinste Hotel der Welt. Das Punta Grande auf El Hierro, der kleinsten der Kanarischen Inseln. Dieses Hotelito versprüht eine ganz besondere Atmosphäre. Da ist auf der einen Seite die wirklich unglaubliche Lage, aber auch die lange Geschichte dieses kleinen Hotels trägt dazu bei. Das Gebäude wurde 1830 erbaut und anfänglich als Lagerhaus, später als Restaurant und Bar genutzt und erst in den 80er Jahren wurde ein Hotel daraus. Auf einer Landzunge direkt am Meer trotzt das Hotel den Naturgewalten und in einem der insgesamt 4 Zimmern könnt ihr wirklich live dabei sein. Wer abschalten möchte, ist hier genau richtig. Was gibt es Schöneres, als schon beim ersten Blick aus dem Fenster die Wellen zu sehen, die salzige Luft zu riechen und zu schmecken und abends auf der Dachterrasse nach den Sternen zu greifen? Mit den neuen Eigentümern einer Jungfamilie aus Italien, die 2018 das Hotel kauften, weht ein neuer, frischer Wind durchs Hotel und dieser Enthusiasmus dieser Familie tut ihm wahrlich gut. Wer nicht so weit reisen möchte, der findet in Bayern, in der kleinen Stadt Amberg, das Ehäusel. Ein Mini-Hotel für große Ansprüche, das wirklich keine Wünsche offen lässt. Und auch das Ehäusel hat eine lange Vergangenheit, die 1728 begann. Damals verlangte der Rat der Stadt von heiratswilligen Paaren den Nachweis von Grundbesitz. Um dieser Vorschrift nachzukommen, bebaute ein findiger Kaufmann eine 2,5 Meter breite Lücke zwischen zwei Häusern, zog vorne und hinten je eine Wand hoch, setzte ein Dach drauf und fertig war ein Haus, welches zum Nachweis eines Grundbesitzes diente. Man erwarb dieses Haus, heiratete und verkaufte es nachher wieder. Der Volksmund nannte dieses Haus seitdem Ehehäusel, also Ehehaus. Der Name ist geblieben, heute wurde daraus allerdings eine Luxus-Eremitage, in der die Zeit stehen zu bleiben scheint. Hier könnt ihr wirklich alle Annehmlichkeiten eines Luxushotels genießen und wenn ihr mal jemanden mit etwas ganz Besonderem beeindrucken möchtet, dann ist dieses Haus ganz sicher eine gute Wahl, denn wann kann man schon mal behaupten, Schatz, ich habe das ganze Hotel für uns gebucht. Das kann man allerdings auch beim nächsten Hotel behaupten. Im Central Hotel in Kopenhagen gibt es auch nur ein Zimmer. In diesem wunderschönen Zimmer findet man aber auch alle Annehmlichkeiten wie eine gut gefüllte Minibar, was ja nicht unwichtig ist, einen Flatscreen, eine iPhone-Stereoanlage und kostenloses WLAN. Alte Holzdielen und tapezierte Wände sorgen für ein richtig gemütliches Ambiente. Frische Blumen, ein Obstteller und der Wein neben dem Bett machen den Aufenthalt dann wirklich perfekt. Und auch hier gibt es eine Geschichte, die mehr als 100 Jahre zurückreicht. Ein Schuster arbeitete dort und nach dem Ersten Weltkrieg setzte man ein Häuschen auf seine Schusterei. Dort kann man jetzt wohnen und die Schusterei ist nun ein Coffeeshop, der zu den besten Kopenhagens zählt und mit nur 5 Sitzplätzen auch das kleinste Café in Kopenhagen ist. Die Bohnen für Kaffee und Co. stammen übrigens aus einer örtlichen Rösterei, also ein wahres Paradies für all jene, die sich den feinen Kaffee mit nach Hause nehmen wollen. Nun geht es hoch hinaus, aber es bleibt klein. Im traumhaften Hinterland von Usedom, direkt am Wasser mit berauschendem Blick auf das Haff, steht der fast 70 Jahre alte Lotsenturm von Kanin. Von hier dirigierten einst erfahrene Lotsen die Boote, die das Haff Richtung Polen oder in die offene Ostsee durchfuhren. Das kleinste Hotel Mecklenburg-Vorpommerns ist es auf alle Fälle, denn das Lotsenturmhotel bietet lediglich Platz für 2 Gäste und doch gibt es alle Annehmlichkeiten eines Hotels, inklusive Whirlpool-Badewanne. Der private minimalistische Leuchtturm mit runden Zimmern, einer Wendeltreppe, einem runden Bett, einem stilvollen Wohnzimmer in der obersten Etage mit 360-Grad-Fenstern,
einem atemberaubenden Blick aufs Wasser und umlaufender Terrasse sind sehr beeindruckend. Frühstückslieferservice, eine voll ausgestattete Bar, eine Leuchtturmführung bei Ankunft sind genauso selbstverständlich wie Ruhe und Abgeschiedenheit. Schwindelfrei sollte man bei gut 20 Metern Höhe allerdings schon sein. Vielleicht nicht das kleinste Hotel der Welt, aber bestimmt das kleinste Hotel Hamburgs findet man direkt im Herzen der Hafen City gegenüber der Elbphilharmonie. Wo fast 70 Jahre lang die Kranführer den Greif gelenkt und schwere Lasten gehoben haben, kann man jetzt romantische Stunden zu zweit verbringen. Man erlebt den Hafen hautnah und ist mitten in der Stadt, sodass man fußläufig den Hauptbahnhof, die Mönckebergstraße, viele Restaurants und natürlich die Elbphilharmonie erreichen kann. Aber wenn die Krantür ins Schloss fällt, ist man in einer eigenen Welt weit weg vom Alltag. Die Einrichtung im Floatel ist schlicht gehalten, die Ausstattung weitgehend funktionell, eine Erlebnisdusche mit Kamin, eine Kultfilmselektion und eine Auswahl an Weinen erwarten euch. Erwähnenswert ist auch die 31 Quadratmeter große Terrasse. Das Frühstück wird einem am nächsten Morgen an die Tür gebracht. Was will man mehr? Vielleicht noch ein Museum. Der Hafenkran ist nicht nur Hamburgs ungewöhnlichste Unterkunft. Er beherbergt mit Harrys Hamburger Hafenbazar auch das definitiv eigenartigste Museum der Stadt. Die Preise für diese Mini-Hotels sind dagegen ganz schön groß. Mit 108 Euro pro Nacht ist das Punta Grande tatsächlich pequeño, wogegen der Kran in Hamburg mit einem Abpreis von 390 Euro pro Nacht den großen Luxushotel echte Konkurrenz machen kann. Aber Einmaligkeit hat halt seinen Preis und alle Hotels sind fast immer ausgebucht. Okay, bei der Größe natürlich auch nicht wirklich schwierig. Tja, welches Mini-Hotel würde euch am meisten reizen? Ich freue mich über eure Meinung und ein Like. Nächste Woche stelle ich euch dann das andere Extrem vor, die größten Hotelsuiten der Welt. Seid gespannt, denn mein Tipp, in welchem Land es die größte Suite gibt, war übrigens völlig falsch.